Das Aufeinandertreffen von zwei Ausnahmetalenten, so lässt sich wohl am besten beschreiben, was in den städtischen Kunstsammlungen Chemnitz vor wenigen Tagen geschah. Das Multitalent Bob Dylan als Rahmen und die Verwandlungskünstlerin, die Perle, in einer außergewöhnlichen Präsentation. Zusammengeführt von Juwelier Roller und in diesem Fall dem Schicksal. Das war ein Zufall. Wir hatten die Möglichkeit, Perlen zu zeigen von der Firma Schöffel und haben uns einen geeigneten Raum dafür gesucht, wollten in die Kunstsammlungen gehen und da kam uns der Zufall zu Hilfe, dass hier gerade in dem Moment die Bob Dylan-Ausstellung ist. Das ist natürlich ein sehr schöner Zufall, weil wir hier einfach zwei Multitalente mal zusammenbringen können, was sonst vielleicht nicht so gegangen wäre. The Drawn Blank Series ist die weltweit erste Ausstellung des Künstlers Bob Dylan. Dass diese nun ausgerechnet in Chemnitz Premiere feiert, das verdanken wir nicht dem Zufall, sondern Ingrid Mössinger. Speziell für die Ausstellung übrigens schuf Bob Dylan über 200 auffallend intensive Variationen von Motiven seiner Zeichnungen und Skizzen. Das an sich ist ja schon Highlight genug, wäre da nicht noch die Premium-Kollektion Couture aus dem Hause Schöffel. Ja, als zweites Highlight, neben Bob Dylan-Bildern natürlich, bringen wir unsere Perlen. Und das ist das zweite Multitalent, von dem ich vorhin schon sprach, denn die Perle ist ein Verwandlungskünstler. Es gibt die Zuchtperle noch gar nicht so lange, noch nicht mal 100 Jahre, aber seitdem hat sie im Schmuckbereich einen wahren Siegeszug angetreten. Und die Perle passt sich in ihrer Art immer der Trägerende an, passt sich dem Halttyp an, passt sich verschiedenen Farben an, ist wandelbar und ist immer ein Unikat. Also viele Dinge, die einfach zu Bob Dylan auch passen. Und damit zu ihr, der Verwandlungskünstlerin.